Ja, mein Name ist Björn Pankratz, ich bin Game Designer und Projektleiter bei Piranha Bytes jetzt schon seit über 15 Jahren. Und ja, dann halt mal gerne die nächste Folie bitte, damit wir auch unser Firmenlogo mal sehen. Und jetzt, wer bist du denn? Das Mikro muss erst angeschaltet werden. Technische Schwierigkeiten, kann sich um Stunden handeln. Hallo? Ja, siehst du. Ja, mein Name ist Jenny Pankratz, ich arbeite auch bei Piranha Bytes seit 2008 jetzt. Aber mache irgendwie Storywriting und Game Design. Ja, und ich bin der Ari, ich mache genau das gleiche wie Jenny, also Storywriting, Game Design. Und seit wann ich bei Piranha Bytes arbeite, echt keine Ahnung mehr. Zu viele Informationen in den letzten Tagen. Und läuft ein bisschen chaotisch heute. Ich habe da sonst immer den Kuhstalltest gemacht mit uns. Ne? Jetzt habe ich ihn selber mal nicht gemacht und dann gleich gar nicht vergessen, mein Kuhstall stand auf. Weißt du, das ist immer das Gleiche. Okay, bitte die nächste Folie. Worum geht's? Wir machen ein neues Computerspiel. Das ist ein Setting und die Story, die habe ich schon im Kopf so seit 8 Jahren. Ja? Und seit 1,5 Jahren entwickeln wir da jetzt daran. Was wir wollten, ist mal frischen Wind einzumachen, irgendwie ein frisches Setting zu machen und so. Wir waren dann auf der Suche nach einem Publisher, der das mit uns mitmacht. Und mit Nordic sind wir dann auch fündig geworden und deswegen sind wir auch glücklich, dass wir hier sind. Wir wollten mehr Freiheit haben in den Entscheidungen und so weiter und wir können jetzt tatsächlich alles das ins Spiel reinbringen, was in unserer Vision dann auch vorkommt und so weiter. Und da sind wir sehr froh drüber. Und die Jenny, die wird uns jetzt erzählen. Die nächste Folie, bitte. Könnt ihr uns denn alle gut verstehen? Und das trotz meiner Stimmzeugs, ja? Das ist sehr schön. Okay, schön. Ja, was ihr hier seht, ist ein Screenshot aus unserem Spiel. Ein etwas mitteleuropäisch anmutender Bereich in unserem Kontinent. Wir arbeiten an dem Ding jetzt seit etwa 1,5 Jahren und es ist bereits spielbar. Das ist für unsere Verhältnisse recht früh, sodass wir sehr viel Zeit haben, das Ganze auch gut zu balancen und gut zu machen. Und erscheinen soll das Ganze dann auf dem PC, PS4 und Xbox One im Winter 16/17. Das machen wir auch diesmal alles in-house. Nächste Folie. Was ist das denn, was wir hier machen? Wir nennen das Ganze ein postapokalyptisches Science-Fantasy-Setting. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, das ist im Grunde genommen so ähnlich wie bei uns jetzt, eine Welt ähnlich wie unsere und dann kommt ein Meteor, ein ziemlich großer, und zerstört nahezu alles, was es gibt. Und mit der Zerstörung kommt auch ein neues Element, das der Meteor mitgebracht hat, das nennen wir Elex. Das Elex hat verschiedene Fähigkeiten. Auf der einen Seite positive, das ist sehr mächtig, hat magische Fähigkeiten, man kann das für Technologie verwenden und in Waffen packen. Auf der anderen Seite hat es aber auch einen negativen Effekt, denn wenn man das Zeug konsumiert, verliert man alle seine Emotionen, wird rational, logisch und kalt. Und damit möchten wir gerne spielen in dem Game. Denn wir sind jetzt im Grunde genommen viele Jahre nach der Katastrophe und die Menschen haben verschiedene Wege gefunden, mit der Situation umzugehen und mögen das Elex oder nicht. Da kann ich viele Sachen entscheiden. Nächste Folie. Hier auf diesem Bild kann man ziemlich gut sehen, wie diese Gegensätze, wir stehen auf Kontraste. Ja? Wir glauben, dass man eine Geschichte nur dann erzählen kann, wenn man ordentliche Kontraste einbaut. Das heißt, wenn die Charaktere auch wirklich unterschiedlicher Meinung sind und auch unterschiedliche Intentionen haben und an unterschiedliche Dinge glauben, dann ist die Sache auch interessant, dann hat das Salz in der Suppe. Ja? Hier haben wir futuristisch anmutende Fences, hier ist unser Spielercharakter, der eine mittelalterliche Rüstung trägt, mit einem Schwert kämpft, ja? Hinten etwas auf dem Buckel hat, was wir gleich nochmal erklären werden, ein Mutantenmonster im Hintergrund irgendwie, Schrott und so ein Zeug. Der steht auf einem Schrottauto, ja. Das heißt, das sind viele Elemente, die wir glaubwürdig in eine Welt einbauen wollen. Weil wir finden, wenn ein Charakter tatsächlich irgendeine dieser Komponenten verkörpert, dann
dann hat er auch ein Standing und dann hat er auch ein ziemlich, hat er ziemlich viel, was ihn ausmacht, was ihn charakterisiert. Und du wirst auch eine Gruppe haben, du wirst Companions haben, die tatsächlich die einzelnen Fraktionen dann nachher repräsentieren. Und das finden wir sehr, sehr interessant an der ganzen Sache. Die nächste Folie bitte. Ja, die Welt ist gefährlich, ne? Und draußen ist es gefährlich, Monster sind da und so. Wo gehe ich denn hin, ja? Wenn es draußen so gefährlich ist und ich will da nichts mehr zu gehen? Haben wir auch wieder Camps, ist die Frage. Die werden wir wohl haben, wir werden Lager haben, wir werden Städte haben, wo sich Menschen zusammengerottet haben, also zivilisierte Gegenden. Was uns wichtig ist, dass wir eine gefährliche und organische Welt haben wollen. Also wenn ihr rausgeht, dann sollt ihr aufs Maul bekommen, weil es hat jeder von uns verdient, mal aufs Maul zu bekommen. Und also ihr sollt wieder eine Herausforderung haben. Das heißt, ihr latscht nicht einfach raus, irgendwie pisst jemand in die Suppe, dann muss er euch auf die Fresse geben. Unsere Monster sollen wirklich für euch eine Gefahr darstellen. Also auch die NPCs sollen eine Gefahr darstellen. Das heißt, ihr habt es gehört, es gab eine Katastrophe. Und deswegen muss man sich gut überlegen, wo geht man hin. Nichts ist so, wie es scheint. Björn hat es angesprochen, es wird zivilisierte Gegenden geben. Und ihr werdet, wie ihr es von uns kennt, verschiedene Fraktionen haben. Den könnt ihr euch anschließen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Mögen sie auch nicht untereinander unbedingt. Und ihr werdet da die Qual der Wahl haben. Wird euch Spaß machen. Nächste Folie bitte. Das ist eine zu weit, aber ist okay. Was für Features werden wir denn haben? Features, Cetre. Das wäre Amadeus Bart gewesen. Ja, genau. Ja. Aber du Arsch. Aber der hat jetzt Pause, der ist nicht so gut. Okay. Ja, welche Features haben wir drin? Das ist halt Piranha Bytes Rollenspiel. Wir haben ein, und unser Spiel baut auf drei fetten Säulen auf. Einmal das Story und Setting. Ja. Da sagen wir nachher noch ein paar Worte zu. Dann, die Simulation, das heißt, wir haben eine Weltsimulation. Wir wollen die Welt glaubwürdig machen. Jeder Charakter hat einen eigenen Tagesablauf. Ja? Jeder ist eingebettet in die Welt so plausibel, wie es nur geht, um den ganzen Charakter so interessant zu machen wie möglich und den Weg interessant zu machen wie möglich. Das ist eine Seamless World. Wir haben keine Loading Screens, das heißt, ihr kommt überall hin. Maximale Freiheit. Ja? Schwertkampf ins Training. Über den Kampf wird der Harry nachher noch was erzählen. Ne, Fernkampf und alles Mögliche. Und nächste Folie bitte. Das ist ganz schön chaotisch, ne? Also irgendwie. Okay, aber was mache ich denn in der Welt? Was mache ich denn da? Das ist echt geil. Also, so chaotisch ist da noch nie gelaufen, ne, oder? Haben wir denn Items im Spiel? Welche Items haben wir denn im Spiel? Also wir haben natürlich alle Sachen, die ihr im Grunde genommen auch sonst von uns gewohnt wart, nur mit einem etwas größeren Potpourri. Natürlich haben wir Items in der Welt, sehr viele unterschiedliche. Viele davon soll man auch fürs Craften benutzen können. Du kannst deine Waffen modifizieren, du kannst verschiedene interaktive Objekte in der Welt nutzen. Wir haben Tagesabläufe, wir haben Tag- und Nachtwechsel, selbstverständlich. Und du kannst im Grunde genommen machen, was immer du möchtest in unserer Welt. Wir haben solche Sachen gemacht, wie wir haben irgendwelche Mini-Locations, die ihre Geschichte selber erzählen wollen, sodass der Spieler im Grunde genommen neugierig bleiben soll, die Welt komplett zu erkunden. Das ist alles handgemacht, wir haben alles selbst befüllt, damit die Welt nicht generisch wird, sondern vor allen Dingen organisch. Okay, also wir sind ein bisschen durcheinander, aber ihr seid noch da, oder? Seid ihr noch da? Sehr schön. Okay, dann machen wir die nächste Folie, bitte. Okay, das ist auch wieder so ein Ding. Ist zum Beispiel auch so wieder was Mittelalterliches zu sehen. Ab und zu habt ihr mal irgendwie was Postapokalyptisches gesehen, dann auch was Futuristisches gesehen. Wir werden oft gefragt, wie passt denn das zusammen? Ja, ein Typ mit einer Rüstung an, ja, und ein Laser-Rifle hinten auf dem Rücken. Dann sage ich immer, ja gut, ja, das geht nicht, das ist irgendwie unplausibel, da komme ich nicht drauf klar oder sowas, höre ich immer so, ja. Und dann frage ich immer, okay, du sagst, das ist unglaubwürdig, aber was ist denn, wenn du hast einen Sternzerstörer, das Vader ist da drin, dann kommt der Luke Skywalker und alles Truppler, die verbissen sich, ja, mit ihren dicken Laser-Rifles und so weiter und sagen, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, ja, lass mal schön hier Papa und Sohn sich kloppen, ja, die hauen gleich den ganzen Sternzerstörer in den Arsch hier, ich verpiss mich jetzt ganz schnell mit meiner Rettungskapsel. Ist das plausibel? Hört sich das für dich plausibel an? Dann wird dir jeder sagen, ja sicher, na klar. So, ja, okay.
ist natürlich ein bisschen einfach gesagt, aber natürlich, wenn man das glaubwürdig rüberbringt, das Ganze, das wird man, wie sich sehr viel Zeit macht, Liebe zum Detail und so weiter, dann macht das sehr viel Sinn. Wir arbeiten seit anderthalb Jahren an diesem Produkt, ja, und wir erwischen uns selber immer wieder dabei, wie wir durch die Welt streifen und tatsächlich schon da drin, wir leben so ein Stück weit, ja. Also, das wird richtig, richtig geil, das Ding. Nächste Folie, bitte. Okay, ja, hier sehen wir noch so ein bisschen Ruinen, der so der Kit ist, der alles irgendwie verbindet. Dir ist gerade was eingefallen? Fraktion? Ja, dann machen wir die Fraktion, genau. Gut, ein bisschen was über die Fraktion vielleicht, um das, was der Björn gerade gesagt hat, zu erläutern. Ihr kennt das von unseren Spielen, du kannst dich oder musst dich sogar im Laufe der Zeit einer Fraktion anschließen. Die Überlebenden dieser Welt, die sehr grausam ist, haben sich unterschiedliche Strategien ausgedacht, wie sie darin überleben wollen. Auf der einen Seite haben wir dann, das ist so der Fantasy-Part, die Berserker zum Beispiel, die wollen das Elex nicht. Das ist etwas, was viel Zerstörung gebracht hatte. Die kämpfen mit Schwert, mit Schild, wir haben wieder zwei Händler und solche Sachen. Und die kehren das Mana, das Elex um und nennen das Mana. Entschuldigung. Und damit können die Magie wirken, ja. Das heißt, das ist so ähnlich wie die Macht. Die sind also, die haben Power und dann hast du natürlich auch wieder Zaubersprüche, die das Ganze, selber mächtig machen. Auf der anderen Seite gibt es dann so eine fanatische religiöse Gruppe, die das Konsumieren vom Elex verteufelt, aber das Zeug für ihre Technologien nutzt. Das heißt, die haben den Kram aus der alten Welt behalten, das Know-how, haben Elex genutzt, um neue Sachen zu machen. Die haben Plasma Rifles, die haben Roboter und benutzen das für ihre Technologie. Und auf der dritten Seite wird es dann so eine Mad Max-mäßige Raider-Fraktion geben. Wir nennen die Outlaws. Das sind so miese Typen, die im Grunde genommen den Schrott der Welt sammeln, sich daraus irgendwas Fieses basteln, andere überfallen und das sind die Fraktionen, die du dich anschließen kannst. Ich würde sagen, die nächste Folie bitte. Okay. Das spiegelt sich auch in unserer Welt wieder. Das heißt, neben den Gegensätzen der Assets haben wir natürlich auch einen riesen Kontinent mit verschiedenen Klimazonen. Das heißt, die einen, die leben in diesem mitteleuropäischen, das ihr hier schon öfter gesehen habt, mit Wäldern, Feldern. Wir werden Hochland haben, wir werden Wüste haben, es wird vulkanische Berge geben, es wird ein Eisland geben und die Welt wird sehr, sehr groß, völlig ohne Ladezonen und du kannst alles erkunden. Nächste Folie, bitte. So. Wie kann man sich darin bewegen? Du kannst alles in der Welt erreichen und wir haben uns dafür ein neues Feature ausgedacht. Das ist das Jetpack. Mit dem Jetpack kannst du also auch höher gelegene Orte erreichen und im Grunde genommen überall hin und das im Grunde von Anfang an. Das ist, macht sehr viel Spaß. Ich entdecke Leute bei uns immer wieder, wie diese Dinger auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wir versuchen irgendwelche Orte zu erreichen. Und das Schöne an dem, wir nennen das Vertical Exploration, ist, du kannst auch von oben gucken, was habe ich denn da unten noch nicht gesehen. Du kannst also, diese Riesenwelt ist völlig frei für dich. Also wie es bei unseren Spielen auch gewohnt ist, jeder NPC kann potenziell der Erste sein, dem man begegnet oder mit dem man sprechen kann. Und auch tatsächlich, da oben steht einer oder so, ich kann ihn sehen oder da will ich hin, dann kann ich da hinfliegen, kann ich das machen. Wir werden oft gefragt, habt ihr Pferde im Spiel? Habt ihr Motorräder im Spiel? Habt ihr Senko im Spiel? Habt ihr Schiffe im Spiel? Ja, okay, Fortbewegung, klar, keine Frage. Aber, was ist denn richtig geil? Und wir sagen, okay, wenn wir schon Freiheit haben, und Freiheit ist eines der geilsten Features, die wir hier präsentieren wollen. Wir wollen richtig real Open World Rollenspiel machen, was 70 Stunden lang dich in dein Band zieht, wenn du alles sehen willst. Ja? Da musst du auch irgendwie fliegen können. Ja? Und deswegen haben wir unser Jetpack ausgedacht und es ist richtig geil, wie sie schon gerade gesagt hat. Wir sind schon selber immer wieder dabei, wenn wir gar nicht die Konsole aufmachen und irgendwie den Charakter da eingeben, sondern tatsächlich ein Jetpack benutzen, um dahin zu reisen. Das ist normalerweise völlig unüblich in der Entwicklung, aber das macht wirklich, wirklich sehr viel Spaß. Wir sind in einem Stadium, in einem Status jetzt, dass wir sehr früh schon sehr viele Sachen, die meisten Features schon spielbar haben und das ist eigentlich uns so noch nicht passiert. Also
dass wir die ganzen Features schon greifbar haben, schon testen können, uns um Spacing und so, ums Balancing kümmern können und so. Wir sind auf einem sehr guten Weg, das Ding so geil zu machen wie möglich. Wir haben jetzt noch glatthalb Jahre vor uns und das wird noch richtig cool. So, nächste Fiole bitte. Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist natürlich, ihr kennt das von uns, ihr werdet viel mit NPCs reden können. Und wir wollen diesmal wirklich ein glaubhaftes Gefühl vermitteln, dass wenn ihr mit ihnen redet, dass egal was ihr anklickt, dass wir eine Konsequenz nach sich führen. Also nicht einfach, dass ihr mit der Maus, ja bla bla, ist doch egal, was der Sack mir da erzählt, ich will mein Gold haben, nee. Sondern ihr müsst wirklich überlegen, was tue ich hier. Auch wenn jemand freundlich zu euch ist, das kann alles nur Fassade sein. Ihr müsst wirklich aufpassen bei uns im Spiel, was ihr tut. Also Konsequenz ist da wirklich das Stichwort. Und wir wollen es auch so vermitteln, dass selbst ein Badass kann die Welt retten und von einigen Leuten noch geliebt werden. Also ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr spielen wollt. Die Welt wird auf jeden Fall darauf reagieren. Das ist eine sehr, sehr nette Sache. Und dazu haben wir auch ein Moralsystem eingebaut. Das weicht vom klassischen Gut-Böse-Schema ab. Das heißt, es ist viel differenzierter. Es hat auch mit der Story zu tun, mit dem Elex zu tun. Ihr habt schon gehört, es macht gefühllos. Und deswegen eher so ist es der Kampf zwischen bin ich menschlich oder verhalte ich mich eher logisch wie eine Maschine. Also sehr, sehr interessant. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen zu viel für einmal, aber ihr werdet eh alle kaufen oder wisst ihr, was ich meine. Und wir sind auf jeden Fall schon sehr neugierig, welchen Weg ihr wählen werdet. Nämlich beim Gut und Böse ist es so, dass statistisch gesehen ungefähr so 70% der Leute den guten Weg wählen. Ist meistens so, ja. Aber in diesem Fall ist es so, wenn du menschlich reagierst, Emotionen hast, kannst du sowohl empathisch sein, als auch, wie er sagt, Badass. Du bringst alle um, du hast immer blöde Antworten und so weiter. Das ist alles menschlich. Das ist auf der einen Seite. Das ist aber nicht schlecht, das ist ja nicht gut, nicht böse, was ist es jetzt? Und wenn du maschinenmäßig und rational handelst, vernünftig handelst, ne, auf der anderen Seite, wir werden mal sehen, wie ihr euch entscheidet in den entsprechenden Wegen. Alles hat Konsequenzen, ja, in der Welt, was du tust. Und zwar sehr weitreichend. Die nächste Folie bitte. Ich glaube, jetzt kommen wir auch zum Kampfsystem, Harry. Das ist dein Part. Ja, genau. Da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Wie ihr wisst, in unserer Welt, da wird nicht nur gelabert, da wird aber auch die Fresse gegeben. Und das wollen wir euch natürlich auch wiedergeben. Aber damit wir es euch nicht zu einfach machen, weil es geht ja gar nicht hier, also was soll das, haben wir das Kampfsystem komplett neu gemacht. Das heißt, neue Animationen, neue Figuren, bla 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 bla. Das ganze Gegnerwahlen wird neu sein. Das heißt, ihr könnt nicht einfach in eine Gegnergruppe reingehen und denken, okay, jetzt bin ich hier der coolste Hecht und ich mache alle platt. Das wird nicht funktionieren. Es war früher oftmals so, dass ein Monster nach dem anderen erst angegriffen hat, aber jetzt werden euch gleich potenziell mehrere angreifen. Also ihr müsst sehr vorsichtig sein. Auch Entfernung spielt jetzt eine wichtige Rolle. Ihr könnt nicht einfach wie in einem von unseren Vorgängerthelen 6 Meter entfernt stehen, linke Maustaste drücken und dann seid ihr da mit Supergeschwindigkeit. Wird nicht mehr funktionieren. Ihr müsst wirklich taktisch überlegen, taktisch daran gehen, levelt vorher ab und wo ich schon das Leveln sage, unsere Lernpunkte, die wir in den Gothic-Teilen haben, die sind auch wieder zurück, also da werdet ihr sehr viel Freude dran haben. Also das Ruhmsystem ist über Bord geschmissen. Ihr werdet es lieben. Okay, die nächste Folie. So, noch ein paar Worte zur Technologie. Wir haben unsere Engine natürlich wieder benutzen wir. Wir werden sie aufbauen, wir werden sie fit machen für die neuen Konsolen, für die PlayStation 4 und Xbox One. Wir werden die üblichen Technical Gadgets einbauen, wie Physical Based Rendering, Physical Based Camera, Volumetric Lighting und auch das World Streaming, weil das ganze Ding ist eine riesige Welt in einem Stück. Ja, da musste erstmal unsere Technik dafür fit gemacht werden. Das ist sie mittlerweile, sie ist auch schon laufbar. Die interessante Frage ist, ja, warum zeigen wir euch keine bewegten Bilder? Warum stehen die Spacken da oben und zeigen uns nur irgendwelche Screenshots? Wollen die uns verarschen? Nee, wir wollen euch noch nichts zeigen. Wir haben der Presse schon bewegte Bilder gezeigt, wir haben denen auch schon Code gezeigt, das heißt, um denen zu beweisen, dass wir wirklich schon so weit sind, ja, dass es nicht gefaked ist oder irgend sowas. Aber wir wollen uns nicht unterhalten über irgendwelche blinkenden Bäume oder wackelnde Bäume oder irgendwelche, ah, da ist doch irgendwie ein Gezuppel oder hier die Textur sieht scheiße aus oder die Animation ist aber noch hakelig, da müssen wir noch mal dran oder so, ja, weil das ist uns auch klar, das wissen wir. Ja, das heißt, man hat nur eine erste Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen und viele bewegte Bilder sind ja auch schon geleakt. Das heißt, wenn ihr richtig sucht, dann werdet ihr auch was finden. Aber wir möchten euch heute
die Gelegenheit geben, als Ausgleich eure Fragen zu stellen zumindest. Das heißt, dass wir uns gleich hier hinsetzen und ihr könnt alle zu uns kommen und auch mitwirken. Jetzt mal gerade direkt auch Fragen stellen könnt. Das heißt, habt ihr Fragen? Wunderbar. Ich wollte einfach nur wissen, ob ihr auch nicht nur in der Luft steigen bleibt, auf der Erde, sondern auch unter Wasser. Ja, klar. Achso, unter Wasser, so spielbarer Bereich vielleicht? Nein, du kannst fliegen, du kannst schwimmen und ich würde jetzt nicht partout sagen, das könnte nicht mehr kommen, aber bisher ist es noch nicht im Spiel. Deshalb, wir wissen es noch nicht ganz genau, bisher nicht. Ich wollte fragen, wegen Multiplayer-Co-Modus, ist da was geplant? Multiplayer? Wir machen Singleplayer. Das, was wir am besten können. Mit Multiplayer haben wir nie was am Hut gehabt. Und wenn wir jetzt versuchen, uns zu verbiegen, ich glaube, dann tun wir uns selber und auch unseren Fans keinen großen Gefallen. Lukas, was ist los? Mit wie vielen Leuten sitzt ihr denn überhaupt an Elex? Unser Team ist momentan 27 Mann stark. Das war es eigentlich immer so in der Größenordnung. Das heißt, wir sind ein sehr kleines Team. Setzen auf Outsourcing, klar. Das heißt, wir geben auch Sachen raus, aber eher so Fleißarbeiten. Das heißt, Models zu Ende bauen, die Proxy Meshes, das heißt, die Grunddinger, die geben wir raus, die Designs geben wir raus, wie die aussehen sollen, und gebaut werden die dann raus, aber auch nicht alles. Animationen werden rausgegeben und so weiter. Keine Ahnung, ob sich jeder was darunter vorstellen kann, ja? Das heißt irgendwie, du hast zum Beispiel irgendein Objekt, ein Fass, und das kommt dann fertig zurück, zum Beispiel. Wie sieht es aus mit dem Schwierigkeitsgrad? Wenn man meistens alles erkundet, überholt man auf das Level. Das ist dann langweilig. Ja, wie ich schon gesagt hatte, wir werden Level wieder zurückhaben. Also, wenn jetzt mir irgendjemand, wenn das Spiel draußen ist, sagt, ah, das war da einfach, dann glaube ich ihm das nicht. Also, es wird sehr, sehr große Herausforderung sein. Ich sage da noch ein paar Takte zu. Wir haben einen großen Kontinent. Das heißt, wir wissen, wo der Player startet. Das heißt, wir können genau sagen, unsere Monster werden nicht mitscalen, wie wir das von anderen Titeln kennen. Das heißt, wir haben definiertes Level. Das heißt, wir können das sehr, sehr gut balancen. Das heißt, wenn wir wollen, ihr geht in den dunklen Wald, dann wollen wir, dass ihr auf die Fresse kriegt. Das werdet ihr kriegen. Vorher aufleveln und looten und dann funktioniert es. Ich habe gleich zwei Fragen. Und zwar erstens, es gibt verschiedene Fraktionen. Wird die Größe einer Fraktion immer definiert sein? Heißt, ihr habt der Religion angesprochen, wird die Religion immer 50% der Anhänger haben oder wird sie mal 10, mal 20 haben, dass ich bei jedem Spielstand ein anderes Erlebnis habe? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber unsere Fraktion behandeln wir gleichwertig. Das heißt, du wirst immer ein neues Spielgefühl haben, wenn du dich einer neuen Fraktion anschließt. Und mit den Fraktionen kommen unique Skills und kommen auch unique Quests. Also es wird ein völlig anderes Spielgefühl werden. Sie sind sehr, sehr viel gegensätzlicher, als es in unseren Vorgängertitel noch war. Gut, und die zweite Frage zum Kampfsystem. Gestern haben Sie angesprochen, dass ein einzelner Gegner im Hintergrund einen schon umbringen kann. Heißt es, dass beispielsweise Assassinen als Gegner, dass die gefährlicher sein könnten oder dass es überhaupt so etwas geben wird? Ich habe es irgendwie nicht genau verstanden. Wenn ein Gegner darauf spezialisiert ist, mich von hinten auszuschalten, kann er mich dann auf One-Hitten? Also ich bekämpfe eine Gruppe Monster und auf einmal kommt er von hinten, zack, tot. Also wir wären Gegner, aber ich meine, ihr habt hier ja gerade schon so einen Riesengegner gesehen. Also wenn ich da hingehe am Anfang, ich habe ein ganz neues Spiel begonnen, gehe da hin und er haut mich zweimal. Also aus meiner Sicht euch da was falsch, vielleicht liege ich daneben, aber wenn da so ein Moped steht und mit der Lügenfaust auf mich niederhaut, dann will ich tot sein, weil ich es nicht anders verdient habe. Aber Assassinen gibt es bis jetzt nicht im Spiel, ja? Wir überlegen natürlich so Features. Es gibt welche, also wenn du durch die Gegend fliegst, kann ich einen Roboter abschießen. Es gibt NPCs, die haben Schusswaffen, NPCs, die haben Nahkampfwaffen und du musst dann überlegen, wie schalte ich die denn aus? Schleiche ich mich da an? Locke ich einen raus, benutze ich Fernkampf. Verschiedene Gegner sind empfindlich auf verschiedene Sachen. Du kannst nicht mit Pfeil und Bogen auf einen Roboter schießen, das macht keinen Sinn. Aber du kannst damit super einen Wolf jagen gehen und so weiter. Das gibt auch andere in der Richtung.
Wie können wir uns denn das Kampfsystem mit Schusswaffen vorstellen? Eher orientiert an modernen Shootern oder Eigenkreationen? Wir haben das Schusswaffensystem komplett neu aufgesetzt. Also das, was ihr zum Beispiel aus Risen 3 kanntet, das wird so nicht im Spiel sein. Ich weiß jetzt nicht, wir machen ein Third-Person-Spiel, das heißt, wir werden natürlich nicht das Rad neu erfinden, warum auch, wenn es andere gut machen. Wir haben uns aktuelle Titel angeguckt und ich denke, es wird nachher auch gut funktionieren, sodass es auch schwer gegen Schusswaffe realistisch dargestellt ist. Die haben alle verschiedene, die fühlen sich alle unterschiedlich an, ja? Einige haben Munition und du musst mit allem selber zielen, wenn du die hast. So etwa kann man sich das vorstellen. So richtig shooterlastig wird das nicht. Ja? Das wird immer noch ein Rollenspiel bleiben im Endeffekt. Okay. Nächste Frage. Ich hätte zwei Fragen zum Kampfsystem. Und zwar einerseits kann man das Jetpack benutzen, wenn man kämpft. Also dass du praktisch fliegst und dann mit dem Schwert so auf den Gegner runter. Und wenn die Gegner zu stark sind, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich richtig auf den Sack kriege, kann ich dann weglaufen, wenn ich auf den Sack kriege? Also du wirst auf jeden Fall in der offenen Welt bleiben. Natürlich kannst du weglaufen, du wirst immer weglaufen können. Aber wenn du jetzt so einen fetten Bot hast, als Beispiel, und du fliegst mit dem Jetpack weg, dann ballert der dich in der Luft über den Haufen. Und dann fliegst du nur noch einen Haufen Schrott. So wird das laufen. Das heißt, wenn wir das direkt machen, in der Welt, dann wirst du nicht in einen Käfig gesperrt, so, Runde ein. Bom, bing, bom. Das machen wir nicht, klar, lebendige Welt. Das ist genauso, wie das laufen müssen. Ja, klar. So, eine Frage haben wir noch. Ich hätte eine Frage zu der Magie, die ihr angesprochen habt. Kann man die Magie praktisch zum Einsetzen, um Gegner abzulenken, oder kann man Häuser ausrauben mit einem bestimmten Spell, dass die Bewohner ablenkt sind oder sowas? Es gibt unterschiedliche Sachen, gerade im Bereich Magie. Auf der einen Seite gibt es, ich sag mal, verbrauchbare Magie, die du in der Welt finden kannst, die kannst du einmal verwenden. Und dann gibt es natürlich mehr Magie, die du dann erlernst, wenn du der Gilde beitrittst, sage ich jetzt mal, die auch permanent verwenden kannst mit Mana. Und da gibt es auch unterschiedliche. Es gibt Kampfmagie, es gibt besondere andere Sprüche. Und Diebstahl ist nochmal eine eigene Sache. Diebstahl ist etwas, das kann jeder lernen, aber das ist vor allen Dingen auch eine eigene Kategorie für sich. So, wir haben jetzt hier noch eine letzte. Ja, mich hätte interessiert, ob es auch wieder so coole Cheats wie den alten bekannten PC Rockefeller geben wird. Cheats? Ob es PC Rockefeller Cheat wieder geben wird? Ey, Moment mal, spielt hier jemand ernsthaft mit Cheats hier oder was, ey? Also, habe ich das richtig verstanden, die Frage nach Cheats? Also ich meine, intern benutzen wir natürlich welche, ihr wisst ja die Historie von Cheats, warum es überhaupt Cheats gibt. Aber ob ihr die kriegen werdet, also ich wäre dagegen, dass man euch überhaupt Cheats gibt. Ihr sollt eine Herausforderung haben, nicht durchpimmeln können. Was ist das denn hier? Also Skandal! Okay, das war eine sehr befriedigende Antwort.